Früher, bis in die 60er, stand die Tankstelle Meier noch gegenüber der Einfahrt zur Ölstraße. Rechts, wo das Lokal zu sehen ist, ist heute der Aldi. Blick auf die Cuxhavener Straße von der Kreuzung Falkenbergsweg Frankfurter Straße. Meyers Gasthof an der Cuxhavener Straße, Ecke Bahnhofstraße. Später zog dort die Hamburger oder die Deutsche Bank ein. Zuletzt war dort die Neugrabener Bücherhalle drin. Gasthof zur Eiche steht auch lange nicht mehr. Hier ist jetzt die Treppe für die Brücke über die Cuxhavener Straße. Zwischen den Gasthäusern gut zu sehen die Bahnhofstraße. Auf der anderen Straßenseite der Gasthof zum Bahnhof. Besser bekannt unter dem Namen Wolkenhauer bzw. später Restaurante Ignazio. Rechts der Saal wurde später als Kino unter dem Namen Gondel weitergeführt. Ihm folgte dann der Umbau als Tanzsaal, in dem an den Wochenenden Hamburger Bands auftraten. Später musste der Saal dann der Verlegung der Kreuzung Neugrabener Bahnhofstraße Cuxhavener Straße weichen. Nach dem Krieg wurde wieder das Filmtheater Neugraben am Bahnhof eröffnet. Später, Anfang der 60er, war es der erste Supermarkt unter dem Namen Bolle. Links deutlich zu sehen der alte Luftschutzbunker, der dem Iduna Center dann weichen musste. Sehr schön zu erkennen hier die Tankstelle gegenüber von der Post in der Bahnhofstraße. Petershof. Dort, wo die Behelfsheime stehen, sind heute Garagen. Ich denke, das ist hier Petershof. Begann dann auch eine rege Bautätigkeit in Neuwiedental. Hier stampfte mein ein Gebäude nach dem anderen aus dem Boden. Ausbruch, die Cuxhavener Straße. Rechts war der Bahnhof, weiter vorne auf der rechten Seite stand noch damals der Blumenladen. Bahnhof Hausbruch und die Hausbrucher Bahnhofstraße. Links davon stand das Kino Bali und im späteren Renaissance Club. Heute steht da einfach nur Lidl.
der Neugrabener Bahnhof. Gasthof Hausschild. Heute hat der Grieche Festos dort sein Restaurant gemacht. Fischbeck. Hier die Siedlung Wulmsdorfer Ring, Ilsdorfer Ring, Dörsdorfer Ring und so weiter. Alte Aufnahmen vom Lager im Falkenbergsweg in der Höhe von Bonsack. Der Lebensmittelladen von Hermann Mohjen.